Willkommen zu einer neuen Folge von Three Cheese High, eurem Koch- und Back-Channel hier bei YouTube. Heute zu Gast bei mir meine liebe Freundin Carla, die es sich nicht hat nehmen lassen, zusammen mit mir dieses neue Ben & Jerry's Eis zu testen. Das Besondere an diesem Eis ist, dass es nicht aus Milch besteht, sondern auch für Veganer geeignet ist. Ich bin ein großer Ben & Jerry's Liebhaber und kenne jede Sorte und bin jetzt schon ganz gespannt auf die neue vegane Variante und ob man schmeckt, dass es vegan ist. Okay, also es handelt sich hier um ein veganes Eis auf Mandelbasis mit Banane, Schokostückchen und Walnussstückchen. Okay, dann würde ich sagen, dann machen wir das Eis jetzt einfach mal auf. Es handelt sich hier um die Sorte Chunky Monkey, die vegane Sorte von Ben & Jerry's. Die Zutaten lese ich jetzt einfach mal vor. Die Zutaten sind Wasser, Zucker, Kokosfett, 5% Bananenpüree, Walnüsse, brauner Zucker, Glukosesirup. Also auf den ersten Blick hört sich es ganz gut an. Was mir nur auffällt, ist, dass in der Überschrift steht ein veganes Eis auf Mandelbasis und letztendlich besteht es nur aus 2% Mandelpaste. Also jetzt mal gucken, wir probieren einfach mal aus. Oh, das schaut ja sehr gut aus. Ja. Also der erste Eindruck, es schaut sehr cremig aus. Die Kennerin stimmt zu. Genau. Ja, das schaut aus wie die anderen Eissorten auch. Okay, dann lass mal probieren. Genau. Wir fangen jetzt einfach mal an. Würde ich denken, das wäre ein ganz normales Bananeneis, ob da jetzt Milch oder Mandel drin ist, wüsste ich jetzt gar nicht. Da das Eis mit 7,99 €, wie gesagt, ja schon ziemlich teuer ist, möchte ich euch bald in einem weiteren Video mal zeigen, wie ihr eine günstige Variante von veganem Eis auf Bananenbasis im Thermomix selbst herstellen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen für den Gaumen oder hinterlasst mir einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.